Egal ob während der Fußball-Weltmeisterschaft, der UEFA Champions League oder dem ÖFB Cup, der Fußball ist seit jeher einer der beliebtesten Sportarten in Österreich. So findet man in vielen österreichischen Haushalten Fußbälle verschiedener Variationen, Größen, Mustern und Farben. Aber hast du dich schon einmal gefragt, welche Dimensionen so ein Fußball überhaupt hat? Wie groß ist zum Beispiel seine Oberfläche? Oder allgemein gefragt, wie bestimmt man denn den Oberflächeninhalt von kugelförmigen Objekten? Wie man die Oberfläche einer Kugel bestimmt, ist Thema dieses Videolernzyklus, zu dem ich dich herzlich begrüße. Mein Name ist Toni und ich möchte dir mit Hilfe des Fußballs zeigen, wie wir ganz allgemein den Oberflächeninhalt einer Kugel berechnen können. In diesem ersten Video unseres Lernzyklus wiederholen wir einige wichtige Grundlagen, damit wir im nächsten Video die Formel der Kugeloberfläche herleiten können. Wir gehen in diesem Video in drei Schritten vor. Im ersten Schritt betrachten wir die Oberfläche verschiedener geometrischer Körper. Im zweiten Schritt werden wir die Oberfläche des Fußballs genauer betrachten und wir werden schnell erkennen, dass der Fußball aus vielen regelmäßigen Fünf- und Sechsecken zusammengesetzt ist. Im dritten Schritt werden wir dann den Umfang und den Flächeninhalt des Kreises noch kurz besprechen. Beginnen wir mit dem ersten Schritt und betrachten dazu ein geometrisches Objekt, nämlich den Würfel. Um den Oberflächeninhalt des Würfels zu bestimmen, zerlegt man den Würfel in seine Teilflächen und wir sehen das hier schön dargestellt. Wir erkennen hier sechs gleich große Quadrate. Wir nennen das auch das Körpernetz des Würfels. Also wenn wir den Würfel auffalten, erhalten wir ein sogenanntes Körpernetz. Machen wir dazu auch gleich eine kleine Aufgabe. Du siehst hier vor dir eine Tabelle und in der ersten Spalte sind fünf verschiedene Körpernetze abgebildet. Und die sind jeweils beschriftet mit A, B, C, D und E. Deine Aufgabe ist es jetzt, diese Körpernetze ihren Körper und ihrer richtigen Bezeichnung zuzuordnen. Drücke dafür kurz auf Stopp und setze die Buchstaben A, B, C, D und E jeweils in die richtige Zelle ein. Wenn du das Beispiel richtig gelöst hast, dann solltest du folgende Lösung haben. Schauen wir uns da ein Beispiel an. Betrachten wir das Körpernetz A und wir sehen, das Körpernetz A gehört zum Körper, den wir in der vorletzten Zeile finden, nämlich dem Tetraeder. Die restlichen Zuordnungen kannst du jetzt selbstständig vergleichen. Du kannst auch dafür dieses Video wieder pausieren. Bei der Kugel oder wie in unserem Beispiel beim Fußball funktioniert diese Zerlegung in Teilflächen nicht ganz so einfach. Denn jede Teilfläche, die ich aus der Kugel oder dem Fußball ausschneide, ist gekrümmt. Aber betrachte einmal den linken Fußball genauer. Und du wirst erkennen, dass wir hier ein regelmäßiges Sechseck sehen können. Auch beim rechten Fußball können wir eine regelmäßige Figur erkennen, nämlich das regelmäßige Fünfeck. Wir sehen also, der Fußball, die Oberfläche des Fußballs besteht aus regelmäßigen Fünf- und Sechsecken. Wenn man diese dann abzählt, erhält man 20 regelmäßige Sechsecke und 12 regelmäßige Fünfecke.
Schauen wir uns nun die regelmäßigen 5 und 6 Ecke etwas genauer an. Beginnen wir mit dem regelmäßigen Fünfeck. Wenn wir seinen Flächeninhalt bestimmen wollen, können wir folgendermaßen vorgehen. Wir können den Mittelpunkt mit allen 5 Eckpunkten verbinden und erhalten dann 5 gleich große Dreiecke. Wenn wir die Seite des Fünfecks mit A bezeichnen und die Höhe des entstandenen Dreiecks mit H1, dann können wir den Flächeninhalt des Dreiecks bestimmen und in weiterer Folge dann auch den Flächeninhalt dieses Fünfecks. Drücke jetzt kurz auf Stopp und versuche selbst die Flächeninhaltsformel für das regelmäßige Fünfeck herzuleiten. Du wirst vielleicht erkannt haben, dass dieses Dreieck 5-mal vorkommt und somit ist der Flächeninhalt des Fünfecks 5-mal der Flächeninhalt des Dreiecks, nämlich a mal h1 halbe. Ähnlich können wir beim Sechseck vorgehen. Hier verbinden wir alle Eckpunkte mit dem Mittelpunkt und wir sehen, es entstehen 6 gleich große Dreiecke. In diesem Fall sind es sogar gleichseitige Dreiecke. Wenn wir die Seite des Sechsecks mit A bezeichnen und die Höhe des entstandenen Dreiecks mit H2, können wir die Fläche des Dreiecks bestimmen und dann in weiterer Folge den Flächeninhalt des regelmäßigen Sechsecks. Drücke auch hier wieder kurz auf Stopp und versuche selbst die Flächeninhaltsformel für das regelmäßige Sechseck herzuleiten. Hier erhalten wir die folgende Formel, nämlich 6 mal die Fläche des Dreiecks und die ist a mal h2 halbe. Wenn man hier noch kürzt, erhält man die Formel 3 mal a mal h2. Somit haben wir uns die Flächeninhaltsformel für diese beiden geometrischen Figuren hergeleitet. Betrachten wir zum Abschluss noch den Kreis und ich bitte dich kurz, dieses Video wieder zu stoppen und dir die Formeln für den Kreisumfang bzw. den Flächeninhalt auf einen Zettel aufzuschreiben. Wenn du dich noch richtig erinnerst, dann ist der Umfang des Kreises 2 mal der Radius mal Pi. Und die Fläche des Kreises erhält man, indem man den Radius quadriert und mit Pi multipliziert. Du siehst zum Abschluss noch einmal alle Formeln, die wir in diesem Video behandelt haben. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was hat denn das alles mit der Kugeloberfläche zu tun? Und dieser Frage werden wir im nächsten Video, dem Basic-Video, nachgehen. Und um die Formel für die Kugeloberfläche herzuleiten, werden wir diese Formeln brauchen. Ich freue mich also, wenn du weiterklickst und im Basic-Video wieder dabei bist.